Publikum ist natürlich das Wesentliche bei jedem Wiener Ball. Möchtest du Wien kennenlernen, dann musst du ins Kaffeehaus gehen. Eigentlich ist ja mal Kaffeehausbekanntschaft, stimmt ja. Es sind wirklich sehr viele prominente Menschen da. Und es ist aber einer der schönsten Bälle, weil er sehr künstlerisch inspirierend ist, aber gleichzeitig auch lustig. Es ist auch ein toller Ort der Begegnung und das schätze ich. Das liebe ich. Für mich ist der ganze Ball ein Höhepunkt. Das ist eine Aufgabe für mich, ein Muss, hierher zu kommen. Ich glaube, die Leute genießen es sehr, hier zu sein. Also der gemütlichste Ball, den Wien zu bieten hat, der lustigste Ball und vielleicht auch der unkonventionellste Ball. Weil es ein wunderschöner Rahmen ist. Ich finde es ganz toll. Ich muss gestehen, ich bin das erste Mal hier. Herzlich willkommen zum Café Siederball 2016. Für Menschen ein Fest zu bereiten, ist eigentlich unsere ursprünglichste Aufgabe, ja, als Café Siederball.